is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Endliche Enttäuschungen. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Nicht selten ist das Denken der Leute, ja sogar das von Dienern Gottes, derart von menschlichen Meinungen, Traditionen und Irrlehren der Menschen verblendet, dass sie das Große, was Gott in seinem Wort offenbart hat, nur teilweise erfassen können. So war es auch mit Christi Jüngern, sogar dann, als der Heiland noch persönlich bei ihnen war. Ihr Denken war von der populären Vorstellung vom Messias, der als weltlicher Fürst Israel zur Weltherrschaft erheben sollte, erfüllt. Sie konnten die Bedeutung seiner Worte, die seine Leiden und seinen Tod vorhersagen, nicht verstehen. Von ihrer Geburt an waren sie innerlich auf die erwartete Pracht eines irdischen Weltreiches eingestellt. Und dies machte sie, was das Verständnis anbetraf, blind. Die Erfahrung der Jünger, die das Evangelium vom Reich beim ersten Kommen Christi predigten, fand ihr Gegenstück in dem Erleben derer, die die Botschaft von seinem zweiten Kommen verkündigten. Wie die ersten Jünger konnten William Miller und seine Gefährten die Bedeutung der Botschaft, die sie weitergaben, nicht bis ins Letzte erfassen. Irrtümer, die in der Kirche lange schon bestanden hatten, hinderten sie daran, zu einer richtigen Deutung eines wichtigen Punktes in der Prophezeiung zu gelangen. Obwohl sie die Botschaft verkündigten, die Gott ihnen anvertraut hatte, um sie der Welt weiterzugeben, erlebten sie daher eine Enttäuschung. Sie hatten ihre Bedeutung missverstanden. Bei diesen Gläubigen war es so wie bei den ersten Jüngern. Was in der Stunde der Prüfung dunkel und unverständlich erschien, wurde später klargemacht. Wenn sie erst sehen würden, zu welchem Ende es der Herr geführt hatte, würden sie wissen, dass Gottes Liebesabsichten mit ihnen sich stetig erfüllt hatten, trotz der Nöte, die aus ihren Irrtümern folgten. Sie würden durch eine herrliche Erfahrung lernen, dass er barmherzig ist und ein Erbarmer, dass alle seine Wege Güte und Treue sind für alle, die sein Bund und seine Gebote halten. The Lord is coming. Are